Herzlich willkommen zum vierten Teil der Vorlesung Mensch-Maschine-Kommunikation, in dem wir uns mit Ergonomie und Gestaltung beschäftigen. Die Vorlesung findet statt an der Hochschule für Technik in Stuttgart in den Studiengängen Informatik und Wirtschaftsinformatik. Und ich halte diese Vorlesung gemeinsam mit meinen Kollegen Professor Dr. Pardo und Professor Dr. Rausch. Ich bin Gero Lückemeier und werde mit Ihnen jetzt in dieses Thema Ergonomie und Gestaltung einsteigen. Die Lernziele dieser Veranstaltung, sie sollen frei nach der Birne mit den Leveln von Bloom's Taxonomy, die hier unten das Level Wissen anzeigt, was Sie also auch auswendig lernen könnten, einfach Kenntnis, sollen Sie Ziele des User Experience Designs kennen und eine Ebene höher auf der Verständnisebene, Sie sollen in der Lage sein, die Begriffe Belastung und Beanspruchung, aber auch deren Arten und den Ergonomiebegriff erklären zu können. Und zudem sollen Sie in der Folge sehen, was bei Gestaltungsdefiziten passieren kann und daraus erklären können, welche Ziele für gute Gestaltung leiten sich ab und auf welchen Ebenen kann man denn gestalten. Die Agenda gliedert sich folgerichtig in die Bereiche Arbeitsbelastung und Beanspruchung und Ergonomie, wo wir also die grundsätzlichen Begriffe klären, zeigt dann die Gestaltungsziele und Ebenen auf, bevor ich am Schluss kurz etwas sage zu Usability und zu User Experience Design oder kurz UX Design. Steigen wir ein in den Bereich Arbeitsbelastung und Beanspruchung und Ergonomie. Belastung und Beanspruchung unterscheiden sich tatsächlich. Die Belastung ist einfach die Gesamtheit der äußeren Bedingungen und Anforderungen im Arbeitssystem, die auf einen physiologischen und oder psychologischen Zustand einer Person einwirken. Diese Anforderungen, die sind für alle gleich. Denn die Anforderungen an eine bestimmte Stelle, die steigen oder sinken ja nicht aufgrund einer bestimmten Person, die dort steht, sondern die sind einfach festgeschrieben von der Unternehmung, die diese Stelle ausschreibt. Die Arbeitsbeanspruchung hingegen, die ist die innere Reaktion eines Individuums auf diese Arbeitsbelastung. Die hängt natürlich von vielen Faktoren ab, wie schon gesehen. Welche Erfahrungen bringen Sie mit? Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bringen Sie mit? Welche Einstellung haben Sie zu bestimmten Dingen? Aber natürlich auch körperliche Merkmale, Alter, Größe, Geschlecht und so weiter können eine Rolle spielen, wie stark eine bestimmte Arbeit Sie beansprucht. Bei der Beanspruchung muss man nochmal differenzieren in die physische Beanspruchung. Belastungen wie Zwangshaltungen, das kennen Sie aus der Fließbandmontage bei Ford noch. Wenn ein Arbeiter einfach tausende Male am Tag dieselbe Schraube anziehen soll und immer dieselbe Handbewegung ausführt, dann gibt es irgendwann Ermüdungserscheinungen in Gelenken und so weiter. Kann aber auch um erschwerte Wahrnehmung gehen. Deswegen gibt es so etwas wie eine Bildschirmarbeitsplatzverordnung, die klar regelt, in welchem Winkel zum Fenster ist ein Bildschirm aufzustellen oder ähnliches, damit Sie sich leicht tun, Dinge wahrzunehmen oder die eben spiegelnde Bildschirme verbietet, damit es keine Reflexionen gibt, damit die Wahrnehmung hier einfach gelingt und Sie sich dort nicht überanstrengen. Folgen einer Beanspruchung wären dann eben zum Beispiel Verspannungen, ja, oder Ermüdungen bestimmter Sehnen, Gelenke und so weiter. Bei der Wahrnehmung natürlich auch Überanstrengung der Augen oder eben allgemein dann Müdigkeit, weil Ihr Gehirn ständig versucht, etwas auszugleichen und dann irgendwann schneller ermüdet. Im Bereich psychische Belastung muss man nochmal unterscheiden. Psychische Beanspruchungen, die aus diesen Belastungen resultieren, sind eben einmal direkt, wenn Sie jetzt eine Belastung wie Daueraufmerksamkeit haben, eine Datenflut prasselt auf Sie ein oder Sie müssen aufmerksam sein, weil der erste kleine Fehler wirklich zu schwerwiegenden Konsequenzen führt, dann ist das eine direkte psychische Belastung. Auch Verständnisprobleme, wenn Sie zum Beispiel mangelnde Vorkenntnisse haben oder Routinetätigkeiten, die von Ihnen laufende Aufmerksamkeit erfordern, aber gleichzeitig gar nicht so anspruchsvoll sind, führen zu psychischen Belastungen. Folge ist dann, dass auf Sie eine psychische Beanspruchung ein- oder resultiert, wie zum Beispiel Überforderung wegen der Datenflut oder ähnliches, oder dass Sie in einen monotonen, müden Zustand fallen, dass Ihre Fehlerquote sich erhöht und dass Sie das System ablehnen. Das ist insbesondere, wenn Sie überlegen, auch ein Problem zum Beispiel bei diesem teilautonomen Fahren.
Bisher fuhren Sie das Fahrzeug selbst, lenkten also auch, führten diese Handlungen durch, die Sie aktiv hielten und die aber unbewusst, weil habitualisiert, weil routiniert ablaufen. Und jetzt sollen Sie nur noch einen Autopiloten kontrollieren. Das ist im Grunde ja eine Routinetätigkeit, die aber von Ihnen Daueraufmerksamkeit verlangt, mit potenziell schwerwiegenden Folgen bis zu Toten im Straßenverkehr, wenn Sie einen Fehler machen. Und das führt natürlich zu dieser Monotonie, zu dieser Müdigkeit und eben auch zur Ablehnung des Systems. Wir haben dort also ein echtes Uncanny Valley, das zu überwinden gilt, ein Tal der Tränen sozusagen, wo der mittlere Zustand schlechter ist als jedes der beiden Extreme. Fahr gleich ganz selber oder lass das Fahrzeug komplett fahren. Letzteres ist noch nicht möglich, also muss man daran arbeiten, dieses Uncanny Valley zu überwinden. Indirekte psychische Beanspruchungen resultieren dann aus anderen Belastungen. Also überlegen Sie im Beratergeschäft, das wir ja auch in unserer Übungsaufgabe aufnehmen wollen, im Beratergeschäft, da führt es oft dazu, diese starke Arbeitsbelastung, dass Sie geringere soziale Kontakte haben. Es fehlt die Zeit, sich dann noch Freunden oder der Familie so stark zu widmen. Genauso kann sie auch indirekt belasten, wenn sie den Gesamtkontext, in dem sie arbeiten, nicht verstehen. Sie sehen einfach nicht, welches Rädchen bin ich denn hier, in welchem größeren Getriebe, und wenn sie keine eigenen Entscheidungsmöglichkeiten haben. Das kennen Sie ja schon aus dem Qualitätsmanagement, dass Handlungskompetenz, Entscheidungskompetenz auch sehr motivierend wirkt. Folgen dieser resultierenden Beanspruchung sind dann eben psychosomatische Beschwerden, oder auch Sie lehnen ein System ab, wenn Sie das zur Dauerarbeit im Hamsterrad zwingen will, oder Ihre Fehlerquote geht einfach nach oben. Wir möchten dem natürlich entgegenwirken und deswegen versucht man, ergonomische Systeme zu erstellen. Ergonomie nach ISO 3685 ist jetzt die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit dem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen menschlichen und anderen Elementen eines Systems befasst und auch dieser Berufszweig, der Theorie, Prinzipien, Daten und Methoden auf die Gestaltung von Arbeitssystemen anwendet, mit dem Ziel eben genau, das ist für uns jetzt das Wesentliche, das Wohlbefinden des Menschen und die Leistung des Gesamtsystems zu optimieren. Wenn Sie überlegen, dass Unternehmen heute im Grunde soziotechnische Systeme sind und Sie haben eine Organisation, einen Ablaufplan in Prozessen oder ähnliches, mag auch ad hoc sein. Sie haben Technik darunter, die das unterstützt und vor allem eben die Menschen, die dort arbeiten. Sie wollen natürlich schon die Gesamtleistung optimieren. Auf der anderen Seite gelingt das langfristig eben gerade nur, wenn die Menschen da drin, die der Schlüsselfaktor sind, wenn die sich wirklich wohlfühlen dabei. Also versuchen wir im Rahmen der ergonomischen Gestaltung uns optimal abzustimmen auf Fähigkeiten und Bedürfnisse des arbeitenden Menschen. Kann auch im Privatleben natürlich sein, Fähigkeiten und Bedürfnisse eines Menschen, der privat versucht, eine Aufgabe zu lösen. Sie setzen dazu Werkzeuge ein, Maschinen, Computerprogramme, Fahrzeuge, andere Arbeitsmittel, was auch immer dafür notwendig ist, das entsprechend zu unterstützen. Auch außerhalb der Arbeitswelt sehen Sie Gegenstände, die eben ergonomisch gestaltet sein sollen. Ruhesessel, Trinkgläser und so weiter. Wie gesagt, das Streben danach, den Menschen in der Erledigung einer Aufgabe oder in der Benutzung eines Dinges Wohlbefinden zu geben, muss ja nicht am Ende der Arbeitswelt bereits Halt machen. Deswegen können wir uns eben auch ganz generell mit Benutzeroberflächen beschäftigen und überlegen, wie man IT-Werkzeuge ergonomisch gestalten kann.